will nicht, dass es dir schlecht geht. Ich will nicht, dass du blind wirst. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche Schmerzen hast. Hast du mich gehört? Der Sandmann von dem Romantiker E.T.A. Hoffmann beschäftigt. Das Stück wurde 1816, also vor über 200 Jahren, zum ersten Mal veröffentlicht. Das künstlerische Kernteam dieser Theaterproduktion war rein männlich. Ich war die einzige Frau. Also wir haben schon Frauen angefragt, aber die hatten alle keine Zeit. Die mussten sich um ihre Familien kümmern, also um ihre Männer und Kinder. Unentgeltlich natürlich. Mein Opa hat mit zwei Schaufensterpuppen zusammengelebt. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat den Namen gegeben und hat sie auch mit ins Bett genommen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe ja nicht mit ihm geredet. Hätte ihn gern noch was gefragt.